Kirchen bei Betzdorf im Westerwald. Hier ist Tischler und Raumausstatter Björn Hinze zu Hause. Das Ambiente der von der Familie bewohnten Villa war Ideengeber für die Namenswahl seines Betriebs. Villa Nuova, kreative Objektgestaltung. Seit 2004 ist Hinze selbstständig. Im Laufe der Jahre hat er seine eigene Handschrift entwickelt und neue Wege eingeschlagen. Ganz ungewöhnlich und weit weg vom Einrichten von der Stange sind seine Möbelkreationen, die er aus Dingen fertigt, die andere eher als Müll oder Schrott sehen. Mit seiner Arbeit verbinden sich zeitaktuelle Themen wie Nachhaltigkeit oder Upcycling und natürlich modernes Design und handwerkliche Spitzenleistung, die in ein Unikat mündet. Ich bekomme eine Badewanne von Freunden, von bekannten Handwerkern, von Architekten, von Kunden, die mich anrufen, dass irgendwo eine Badewanne gesichtet wurde oder parat liegt. Die hole ich in der Regel ab, manchmal wird sie mir auch sogar gebracht. Und dann wird nach Kundenwunsch die Badewanne auseinandergeflext in die passende Form. Und anschließend folgt der Zusammenbau. Beim Stuhl kommen noch die Armlehnen dazu. Beim Sessel, der wird mit dem Gestell verbunden und dann kann das auf die Reise zum Kunden gehen. Björn Hinze bietet seinen Kunden ganzheitliche Wohnkonzepte, die er bei Bedarf auch im Verbund mit Handwerkerkollegen unterschiedlicher Gewerke umsetzt. Er legt großen Wert darauf, seine Ideen nicht aufzustülpen, sondern gemeinsam mit den Auftraggebern kreativ umzusetzen. Die Materialbearbeitung bleibt dabei in einer Hand, ob Metall, Holz oder Stoffe. Die Werkstatt ist bestens eingerichtet, um alle Fertigungsschritte umzusetzen. Für den Materialnachschub richtet er auch einen Appell an die Öffentlichkeit. Grundsätzlich brauche ich immer jegliche Form von altem Holz, egal welcher Farbe, welches sollte Hartholz sein, aber egal ob es abgenutzt ist, ob es verwittert ist, ob da irgendwelche Löcher oder Nägel drin sind. Grundsätzlich ist jede Art von Altholz zu verwerten. Sollten natürlich nicht zu klein sein, das können Kanthölzer sein, das können Platten sein, das können alte Küchenarbeitsplatten sein, Hauptsache Massivholz und Hartholz. Und ja gut, die Badewanne an sich, egal welche Farbe, sollte Metall sein, also gusseisern, egal welche Farbe. Ich bin auch händeringend auf der Suche nach einem schönen Himmelblau aus den 70er Jahren. Für die Nachschubversorgung nimmt der 41-Jährige auch weite Wege auf sich und holt das Ausgangsmaterial für seine Möbel auch beim Kunden ab. Nach wenigen Bearbeitungsschritten ist aus Althölzern wieder etwas geworden, was man sich gerne als Möbel in die Wohnung stellt. Zum Hinze-Ehrenkodex zählt auch, dass alles Neue aus Altmaterial gefertigt wird. Da lege ich sehr großen Wert drauf, weil heute viel zu viel weggeschmissen wird, was eigentlich einer anderen Nutzung zugeführt werden kann. Ich versuche alles eigentlich aus altem Material zu machen. Das betrifft das Holz, das betrifft das Polstermaterial, also der eigentliche Stoff oder das Leder, was oben drauf kommt. Die Badewanne sowieso als Grundkörper. So ist Björn Hinze ein kreativer Querdenker und Netzwerker. Permanent sucht er nach Quellen, die etwas als Abfall hergeben, was für seine Zwecke durchaus noch von Nutzen ist. Dabei kommt ihm sein umfangreiches handwerkliches Geschick entgegen, denn als staatlich geprüfter Holztechniker und Raumausstatter verfügt er nach 13 Jahren Selbstständigkeit natürlich über einen umfangreichen Erfahrungsschatz in der Bearbeitung von Materialien. Schritt für Schritt entsteht so aus einer ausrangierten 70er-Jahre-Badewanne ein Designersofa, das nicht nur gut aussieht, sondern auch ultra bequem ist. Die eingesetzten Stoffe sind neu, doch beim Ausgangsmaterial Leder hat er zum Teil ganz ungewöhnliche Materialträger, die bei ihm aufgearbeitet und wiederverwendet werden. Also hier das Leder zum Beispiel, das kommt von alten Turnböcken oder auch Springböcke, die man aus dem Turnunterricht der Grundschule vielleicht noch kennt. Das wird alle paar Jahre regelmäßig sowieso entfernt und erneuert von den Turnböcken und wird auf den Müll geschmissen. Oder landet eben bei Björn Hinze und startet unter seinen Händen eine neue Karriere. Die verwendeten Ausgangsmaterialien sind langlebig und unkaputtbar. Was die Frage einschließt, ob Hinze eine Lieblingsbadewanne hat, die er aufarbeitet. Eine Lieblingsbadewanne gibt es eigentlich nicht. Die Farbkombination finde ich richtig gut.
aber es gibt da noch keine Lieblingsbadewanne. Die Arbeit mit Holz lässt sich auch auf ein weiteres Hobby übertragen, das der Allrounder Hinze intensiv pflegt. Denn er ist nicht nur ein kreativer Handwerker, sondern auch außergewöhnlicher Musiker. Im Keller seines Wohnhauses wird regelmäßig mit der Formation Cabot Unplugged geprobt, wobei die Innenraumgestaltung natürlich vom Raumausstatter selbst gefertigt wurde. Gesang und Gitarre sind dann Hinzes Sache, eine Rolle, die er mindestens genauso gut beherrscht wie das Aufarbeiten alter Badewannen. Dabei kommt ihm die Tätigkeit als Handwerker aber auch bei der Musik entgegen, denn der Vorteil ist, wenn ich in der Werkstatt bin, kann ich permanent Musik hören, und zwar die Musik, die wir halt auch machen. Das heißt, ich verinnerliche die Songs eigentlich schon während der Arbeit oder wenn ich auf dem Weg zum Kunden bin. Manchmal auch auf Baustellen, wenn ich da das Radio anmachen darf. Und es ist der perfekte Ausgleich. Es ist zwar auch Stress, aber positiver Stress. So kombiniert Hinze Handwerk und Kultur. Eine Kombination, die ihn gleichermaßen fordert und auch glücklich macht. Die Kreativität und ein Gespür für die feinen Untertöne sind für den Erfolg in beiden Bereichen Voraussetzung. Wer die handwerklichen Arbeiten von Björn Hinze sehen möchte, findet im Internet einige ausgesuchte Möbelstücke und weitere Informationen zu seinem Betrieb. Wer Björn Hinze als Musiker in der Formation Cabot Unplugged live erleben möchte, kann sich ebenfalls online über die nächsten Auftritte informieren. Es geht nicht.